So, ja, das bringt jetzt natürlich genau nichts. Der ist halt erst wirklich sinnvoll, wenn man einen Nekromant rausmachen konnte. Vorher bringt er halt gar nichts. Weil der den halt immer blockiert. With me I bring death. The plague has arrived. Death approaches. So. Dann mache ich hier fast einen Bomber, den ich dann schwer zum Roboter baue, weil den kann er nicht blockieren. Glaube ich zumindest. Wenn er so blockiert wie andere Blockier-Heinis. Die haben sich dann gleich erledigt. So, dass er sich halt wirklich immer noch 2 Zentimeter vom Ende nochmal hochheilen darf. Hier vielleicht mal den stärker. Halt geh mal da helfen, dass nicht gleich wieder einer durchkommt. Target acquired! Er macht hier praktischerweise nämlich so einfach weiter mit den Bomben, auch wenn die hier sind und blockieren. Das ist schon sehr praktisch. Da ist mein Plan doch genau aufgegangen. Target acquired!
Dann wollen wir mal so wie, dann machen wir hier vielleicht auch so einen. Hail to the King, baby! I'm a bone, you bitch! Mona, geh mal da drüben helfen. Battle Maker online, taking lubricants! So, der ist sogar relativ schnell ja im Vergleich zu anderen Mörsern. Ist auch sehr praktisch. Da der nicht angegriffen werden kann. Auch wenn er eigentlich eine halbe Truppe ist. Okay, das macht so. Nee, das, der wirft Bomben, aber ich dachte, das wäre Reichweite. Er sind so beim, ne, bei dem Vogel-Armbrustturm. Die machen wir mal stärker. Ach, dass man den halt nicht mit dem Feuerring einfach platt kriegt. Den zwar runter machen, aber dann ist er quasi direkt wieder hochgeheilt, wenn er dann an Land kommt. Da ist man das riskant für Bonard, weil er der Speerwerfer ist. Noch machen, da können wir auch noch machen wir auch noch einen Bomber. Da wird wirklich nur noch der da. So, da sollte der nicht mehr entkommen können. Haben wir es dann auch. Dann haben wir jetzt hier Sturmatoll. So, was kommt denn da? Teufelswoge Rutgrat. Wie gehen wir hier am besten vor? Wenn wir hier auch wieder Truppen. For honor and glory for the king. For the king. Was machen wir dann als nächstes? Machen wir hier einen Nekromant. Da machen wir es ähnlich. Naja, fast. Never laugh at undead dragon. The plague has arrived. All aboard! Da kommt Mr. Wahl wieder zurück. Thank you.
Machen wir hier wieder Plague an. Sind wir bei Plague Inc. gelandet oder so? Ich weiß es nicht. Darkness rises. So. Wir können hier auch mal ein bisschen mehr helfen. Ich glaube, ein bisschen eine Wasser nochmal als Sicherheitsmaßnahme ab. Dann machen wir hier wieder unseren Bomber. Geh mal da unten helfen. Schön auch, dass der in dem Wal plötzlich drin stand. Noch ein bisschen mehr Geld. Battle Maker online! Battle Maker online! Oh, stay alive! So, dann hätte ich gerne noch 300 Gold gerne. Nicht 250, 300 hätte ich gerne. Ich glaube, es ist nur sinnlos gewesen. Was macht das? Ja, oder werden die mal langsam durch das Spiel? Das ist echt nicht so hilfreich. Target acquired! Tagum and Flagum! Da kommen sie. Ich glaube, hier bringt ein Roboter relativ wenig, weil man den halt kaum umpositionieren kann. Kommen wir da am besten mal einen Magier, einen anderen Magier. Das werde ich dann hier unten vielleicht auch noch tun. Dann machst du da oben mal Platz, Roboter. Might and Magic. Der Wal hat auch überall welche hinbringt.